Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein kleines Update zu dem Wie installiert man Trouble in Terrorstown Video. Und zwar sind ja beide Links leider down gegangen vor einiger Zeit und ich dachte, weil sich so viele Leute dafür interessieren noch, werde ich mal ein neues Video dazu rausbringen, wie man das alternativ machen kann. Und zwar gibt es da eine Seite, die ich verlinken werde, die alle Map-Content und Texturen-Content anbietet von jedem Source-Spiel für Garry's Mod. Eins, was ihr machen müsst, euch die downloaden. Ich würde empfehlen, über Mega das alles zu downloaden, bei allen Spielen. Und was ihr dann machen müsst, ist relativ simpel. Ihr müsst nur in euren Steam-Ordner gehen, dann Steam-Apps. Nochmal Steam-Apps. Common, Garry's Mod, wieder Garry's Mod und Add-ons. Hier müssen die ganzen Map-Addons und Texturen-Addons rein. Und so simpel ist es auch. Also ihr müsst sie bloß auspacken. Also das sind ZIP-Dateien, müsst ihr entpacken in diesen Add-on-Ordner und dann müsstet ihr alle Probleme beseitigt haben. Wenn es weiterhin Probleme gibt, könnt ihr mir gerne was schreiben. Ich versuche mich dann darum zu kümmern. Und ansonsten, wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Und ja, das war's auch schon wieder. Haut rein und viel Spaß in Garry's Mod, Leute.